So, wir kommen heute nun endlich zu den neuen Clicker Idle und Incremental Games. So, das nächste ist Monster und Musume, was auch immer das genau ist. Zumindest gibt es es in Englisch. Und eigentlich soll es auch so eine Art Clicker werden. Mal gucken. Okay, also lass uns irgendwelche Monster erschaffen. First off, let's have a look at how the game progress. Click the hire button and purchase a unit. Ja. When you hire a unit, two production gauges will start to move. When your magic power gauges fills up, your number of magic power will increase. When your gold gauge fills up, your gold will increase. Okay, das sind die beiden Dinger da oben. Setting. Language gibt es nur das, was ich lesen kann. Background Music aus. Ich kann jetzt hier irgendwelche Dinger kaufen. Okay, die Monster Girl. To summon a Monster Girl, you will need to gather a summoning item and magic power. Bye. 2 Stunden! Da werde ich heute nicht allzu weit kommen. Instead of waiting around 2 hours, let us use the boost. Na, okay. Store. Poh. Now you check how many crystals you have. Genau 0. Just as once you are going to give you 5 for free. Oh, wie freundlich. Danke. Use the crystals you just obtained to buy a boost item. Glück. Wow, Wahnsinn. Ich hätte noch mehr Monster kaufen sollen. Also, Summoning Item is complete. Summoning Prerequisite has been met and you have used the Boost Item to skip 4 hours. Mal gucken, wie teuer die sind. 1 Dollar für 10. Dafür 635 für 50. Das ist finished. Now you have prepared everything you need to begin summoning. Magic Power habe ich auf jeden Fall auch genug. Und das sind jetzt die netten Hentai-Erotik-Elemente. Oh, die sieht auf jeden Fall besser aus als die anderen Monster, die ich da bestellen soll. Miezekatze. Nice to meet you, Master. I'm called Sadie. Hope you will show me with love. Ich habe den Kobold freigeschaltet. Sadie's special episode has been unlocked. Sadie is your new favorite. Okay, die anderen sind noch reichlich unklar. Insgesamt gibt es aktuell 9 Stück. How was that, Sadie? An expression of bliss comes over here at your face against my tide. Ah ja. Okay, das ist alles. Okay, der nächste kostet 280. Hä, wieso habe ich jetzt schon wieder keine Kohle mehr? Summoning a Monster Girl will reset your gold, magic power and hired units. However, the new Monster Girl can help boost unit status. Okay, das heißt, jedes Mal, wenn ich ein neues Girl hole, muss ich im Endeffekt von vorne anfangen. So, jetzt ist nur noch die Frage, welche Statussachen ich sonst noch verbessern kann. Ah, das heißt, hier muss ich jetzt irgendwie den Clicker-Modus aktivieren. Das heißt, irgendwie das Kraulen von ihr. Wenn das Herzchen aufgeladen ist, gibt es wahrscheinlich irgendwo einen Bonus, der mir dann hilft, hier mehr einzustellen. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, dann geht das Herzchen gleich wieder runter. Juhu! Was war das jetzt? Also, wenn sie aktiviert ist, okay, habe ich jetzt hier den Bonus, weil vorher waren es ja hier nur 4. Und das ist dann der Bonus, der da aktiviert wird, auch wenn irgendwie nicht wirklich irgendwo steht, worin der Bonus besteht. Okay, solange es ja an den richtigen Cooldown 160 Sekunden. Okay, also es kann auch nicht permanent laufen, sondern es ist dann nur begrenzt. Und ja, der Bonus ist dann schon wieder niedriger oder beziehungsweise im Moment schon wieder deaktiviert. Aber sonst kann ich hier nicht direkt was beschleunigen. Das heißt, die Zeiten laufen so, wie sie halt durchlaufen. Solange ich sie als Favorite habe, genau, ist sie da. Ansonsten, wenn ich sie nicht als Favorite markiert habe, taucht sie da auch nicht auf. Okay, wenn ich an bestimmten Stellen rumklicke, wo es dann dieses Piep-Piep-Geräusch gibt, ist es eher negativ. Und solange ich sie an den richtigen Stellen kraule, füllt sich das Herzchen auf. Also solange ich sie an ihren Klamotten streiche, dann gibt es Minuspunkte. Okay, 280 brauche ich, um das erste Ding kaufen zu können. Das Problem ist wahrscheinlich eher, dass ich nicht in der Lage bin, 250.000 so ohne weiteres zusammenzubekommen. Bei 1.000 kann ich den nächsten dann starten. Cooldown ist zu Ende. Dann laden wir sie mal wieder auf.
Fähigkeit ist aktiviert. Aber sonst kann ich, glaube ich, nichts durch das Klicken beschleunigen, außer dass dann halt der Bonus aktiv ist. Und es steht auch nirgendwo, wie lang der Bonus jetzt... Okay, ist schon wieder abgelaufen und baut 3 Minuten Cooldown. Das ist mal wieder ein klassisches Idle-Game, wo es vor allen Dingen daran besteht, zu warten und zu warten und zu warten. Ich muss sie gar nicht berühren, ich kann auch einfach um sie herum klicken. Aber ansonsten hat das Klicken halt leider überhaupt keinen Effekt. Aber sobald ich aufhöre zu klicken, entlädt sich das Ding ziemlich schnell wieder. Ja, wenn das Herz voll ist, ist sie ziemlich erschöpft. Okay, jetzt kann ich den ersten Tausender machen. Wobei die Einkünfte dabei aber auch nicht so gewaltig ausfallen. Ich frage mich, ob das jetzt einfach durch sie auf Level 2 alles abgedatet wurde. Aber ich vermute es mal. Also das heißt, sobald ich die 250.000 zusammen habe, gilt es eigentlich, den nächsten herbeizurufen und dann eh wieder von vorne anzufangen. Bin mal gespannt, wie diese Rücksetzmechanik dann tatsächlich ja, langfristig irgendwie das Spiel motiviert. Aber wahrscheinlich werden einfach die Summen, die Zahlen so hoch, bis dann hier die neuen freigeschaltet sind. Im Moment ist da eigentlich das zu langwierig, um jetzt hier tatsächlich dabei zu bleiben. Dann wechsle ich an der Stelle gleich zum nächsten Spiel. Und das ist der erste Blick auf Mon Musu, wie auch immer das tatsächlich ausgesprochen wird, und dem ersten Koboldmädchen, Sadie.